Guten Morgen und willkommen zurück. Letztes Mal haben wir mit der Quantisierungstabelle aufgehört. Die Quantisierungstabelle ist eine, ja, Faustregel, wie man Quantensysteme entdeckt oder modelliert. Es funktioniert nicht immer. Und zur Erinnerung, wir fangen normalerweise mit diesem Quantisierungsverfahren mit einem klassischen System an. Und Ziel ist es, das dazugehörige Quantensystem zu entdecken. Und wir haben dann eine Regel aufgeschrieben, wie man die klassischen Größen, wie man entdeckt, welche quantenmechanischen Operatoren zu welchen klassischen Koordinaten oder Größen entspricht. Und als Erinnerung werde ich mit der klassischen Physik anfangen und dieses Verfahren kurz erklären. Wir fangen in diesem Fall mit einem Teilchen in drei Dimensionen an. Und in der klassischen Physik wird ein Teilchen in drei Dimensionen mit Koordinaten beschrieben. Die Koordinaten des Teilchens beschreiben die Position des Teilchens. Aber der Zustand, die Zustände der klassischen Physik, um den Zustand des Teilchens komplett oder vollständig zu beschreiben, benötigen wir drei weitere Koordinaten. Es reicht nicht, die Koordinaten des Teilchens zu wissen. Wir benötigen drei weitere Koordinaten, um diesen Zustand des Teilchens vollständig zu beschreiben. Und in der klassischen Physik benötigen wir entweder den Impulskoordinaten, zum Beispiel px, py, pz, oder die Geschwindigkeitskoordinaten. Sobald wir diese Information besitzen, dann können wir dieses System modellieren und die Dynamik des Systems beschreiben. Das heißt, Zustände klassisch sind die Zustände klassischer Physik, die bestehen aus sechs Zahlen im Fall eines Teilchens. Nämlich dieser Impuls und die Zustände der klassischen Physik bestehen aus sechs Zahlen, die Koordinaten und die zum Beispiel Impulsgrößen, die in jede Richtung zeigen. Das heißt, die Zustände klassischer Physik für ein Teilchen in drei Dimensionen sind Elemente von R hoch 6. Ne? Einfach eine Liste von sechs Zahlen. In der Quantenmechanik ist es quasi komplett anders. Ne? Wir beschreiben klassische Größen, die wir messen können mit Operatoren. Es ist im Prinzip möglich, in der klassischen Physik die Koordinaten eines Teilchens zu messen und Impulskomponenten zu messen. Das ist möglich in der klassischen Physik. Wir können solche eine Messung uns sehr gut vorstellen. Wir gucken das Teilchen an und wir können zum Beispiel ein Zielteilchen haben. Und das Zielteilchen zum Beispiel wir haben ein Zielteilchen mit einer bekannten Masse und Position. Und als dieses Zielteilchen erreicht, dann erfolgt so ein Zusammenstoß. Und dann können wir den Impuls des Teilchens dabei messen. Diese Größen sind messbare Größen.
und messbare Größen in der Quantenmechanik müssen wir mit Hilfe solcher Operatoren annähen oder modellieren. Diese Detektoren, sogenannten Detektoren. Detektoren sind Operatoren, aber bevor wir das machen, müssen wir auch sagen, dass die Zustände der Quantenmechanik mit Hilfe Hilbertraum modelliert sind. Das heißt, klassisch sind die Zustände einfach Elemente von R hoch 6. Quantenmechanisch sind die Zustände in diesem Fall mit Hilbertraum zu modellieren. Wir modellieren quantenmechanisch die Position des Teilchens und Impuls. Die Impulsmessungen werden wir mit Hilfe anderer Operatoren beschreiben. Um die dazugehörigen Operatoren zu entdecken, haben wir eine Regel. Wie modelliert man zum Beispiel die X-Komponente eines Teilchens in der Quantenmechanik? Man muss ein bisschen indirekt die ersten Moment von einer Positionsmessung aufbauen, um diese Observable zu modellieren. Das heißt, wir betrachten X-Komponente an. Wir bauen zuerst diese Messungsoperatoren auf. Das heißt, das Teilchen liegt im Intervall zwischen x-Intervall zwischen a und b. Ich sollte das ein bisschen anders schreiben vielleicht. Ja, ich werde es so. Wir modellieren die Positions- oder wir modellieren ein Messverfahren, wie man die Position eines Teilchens misst in der Quantenmechanik, indem wir die folgenden Operatoren einführen. Ups, x, a, y, b, y, a, z, b, z. Wir führen diese folgenden Messoperatoren ein. Wir haben das nur in einer Dimension bisher gemacht, jetzt machen wir das in drei Dimensionen. Ein Messoperator ist ein Operator und dieser Operator stellt die Messung dar, die folgende Messung dar. Ne? Nämlich, wir stellen die Frage, befindet sich das Teilchen in diesem Bereich oder nicht? Das ist eine Ja-Nein-Messung. Entweder ist das Teilchen da oder nicht. Und deshalb ist es, soll es nach Postulat 3.4 einen Operator geben, die diesem Messverfahren modelliert. Und wir haben gesehen, dass solche Messoperatoren sind wie folgt. Zu definieren. Wir messen mit Hilfe dieser Detektor können wir das Teilchen messen in diesem Bereich Gebiet hier, die mit drei Intervallen definiert ist. Und grafisch gesehen, grafisch dargestellt, dieses Messoperator misst, ob das Teilchen in diesem Gebiet sich befindet oder nicht.
ax, bx, by, und az, bz. So modellieren wir Detektoren in der Quantenmechanik. Aber so ein Detektor stellt nicht ganz genau diese Komponenten dar. Was passiert, ist, dass wir führen diese Messung durch und wir kriegen entweder ja oder nein am Ende. Ne? Und alles, was wir wissen, ist, dass am Ende des Experimentes befindet sich das Teilchen in diesem Gebiet oder nicht. Das ist alles, was wir wissen nach so einem Detektor, so einer Messung. Aber es ist sehr hilfreich, uns vorzustellen, dass wir eine allgemeinerte Version dieser Messung durchführen können. Nämlich, wir zerteilen dreidimensionalen Raum in klitzekleinen Quader und wir führen solche Messungen durch. Und dabei erhalten wir eine, grob gesehen, eine Positionsmessung. Ne? Wenn wir dreidimensionalen Raum zerteilen in viele, viele solche Volumenelemente, dann und dann die dazugehörigen Detektoren messen, dann können wir sagen, dass nach dieser Messung, dass das Teilchen in irgendein Volumenelement sich befindet. Und dabei haben wir effektiv eine Messung von der Position des Teilchens durchgeführt. Und betrachten wir das erste Moment dieser Positionsmessung in diesem Grenzlimus, dass das Volumenelemente, dass diese Volumenelemente infinitesimal klein sind, dann erhalten wir als ersten Moment folgende Operatoren. Wir haben nach dieser Zerteilung effektiv eine Messung dieser drei Operatoren gemacht. Die x, die y, die z. Wir können drei Operatoren einführen und diese Operatoren stellen diese effektive Positionsmessung dar. Es ist wichtig zu sagen, dass eine Positionsmessung in der Praxis erfolgt nach dieser Art und Weise. Wir bauen einen Detektor auf und dieser Detektor erlaubt uns, diese Ja-Nein-Messung durchzuführen. Das ist, nicht, es ist quasi eine Kamera. Ne? Eine Positionsmessung hat viele solche Pixel, Voxel, ähnliche Bereiche und man nimmt ein Foto auf quasi von das System und eine von diesen Volumenelemente wird uns
ein Ja-Ergebnis liefern und dann sagen wir, ja, das Teilchen hat sich in diesem Volumenelement sich befindet. So führen wir eine Positionsmessung durch in der Quantenmechanik. So machen wir es richtig mit solchen Detektoren, aber was viele Autoren sagen, ist, dass wir führen eine Positionsmessung durch mit Hilfe dieser drei Operatoren. Was das heißt, wir müssen das muss man so verstehen, ne? Man kann diese Operatoren selber nicht direkt messen. Das ist nicht möglich in der Physik, sondern was das heißt, ist, dass diese drei Operatoren stehen für dieses Verfahren. Ne? Die stellen dieses Verfahren dar. Wir führen diese Positionsmessung durch. Wir finden das Teilchen in irgendein Volumenelement. Wir bauen das erste Moment auf und dann sehen wir, dass das erste Moment der Position des Teilchens ist durch und mit Hilfe dieser Operatoren auch zu berechnen. Und wir machen das ganz genau gleich für den Impulsoperatoren, für die Komponente der Impuls des Teilchens. Aber in diesem Fall eine Impulsmessung erfolgt analog, aber wir müssen andere Detektoren einführen, um den Impuls des Teilchens zu messen. Und wir führen diese Operatoren F tilde zum Beispiel, Alpha X, Beta X, Alpha Y, Beta Y, um Impulsdetektor zu modellieren, müssen wir auch einen Operator einführen. Diesen Operator muss zwischen 0 und der 1 Operator liegen. Und diese Operatoren sind mit Hilfe Impulsraum zu definieren. Wir haben Impulsraum in der letzten Vorlesung gesehen. Und welche Notation habe ich euch verwendet? Das ist die Frage. Psi K. Psi X. Nee. Psi P X. Psi P Y. Psi P Z. Wobei wir diesen Ebene Welle Cats eingeführt haben. So modellieren wir Impulsmessungen. Wir führen eine Impulsmessung durch und wir bauen einen Detektor auf. Und dieser Detektor liefert uns ja, wenn das Teilchen einen Impuls in diesem Intervall hat, mit x-Komponente der Impuls in diesem Intervall hat und y-Komponente den Impuls in diesem Intervall hat und, zum Beispiel, und so weiter. So modellieren wir Impulsmessungen in der Quantenmechanik und das sieht quasi ganz genau aus. Ne? Aber es gibt einen Unterschied zwischen Impuls und Position in der Quantenmechanik. Erste Moment
der Impulsmessung sind mit anderen Operatoren zu modellieren, nämlich Px Hütchen. Und Px Hütchen hat die folgende Matrizelemente. Wenn wir eine Impulsmessung durchführen möchten, müssen wir Impulsraum zerteilen in kleine Volumenelemente. In diesem Fall wir zerteilen wir mögliche Impulse in infinitesimal kleine Volumenelemente. Wir führen diese Messung durch. Wir erhalten Ja oder Nein. Wenn das Teilchen einen Impuls in diesem Bereich hat. Ja, eine Frage? Delta Z sein. Delta Z. Oh, ja, 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 danke schön. Ein Fehler, Delta Z. Und dann, das Teilchen befindet sich in irgendein Volumenelement. Wir schreiben das auf, führen die Messung nochmal durch und so weiter mehrmals. Und dann berechnen wir diesen empirischen Mittelwert unserer Messung. Wir erhalten dabei einen empirischen Mittelwert der Impuls unseres Teilchens. Und diesen Mittelwert, zum Beispiel von der X-Komponente, wird mit Hilfe, diese Gleichung dann berechnet. So berechnen wir den Mittelwert einer Impulsmessung und genau analog berechnen wir die Mittelwerte einer Positionsmessung. Ich habe das nicht. Ich sollte das hier aufgeschrieben. Die aufgeschrieben haben. Nach einer Positionsmessung, wir führen diese Messung mehrmals durch, wir kriegen jedes Mal einen Klick oder Ja oder Treffer in irgendein Volumenelement. Wir schreiben diese Position auf und dann wir sammeln an diesen Daten und dann bauen wir diese empirische Mittelwert auf und dann nach viele, viele Messungen erhalten wir für diesen Mittelwert genau diese Zahl hier. Soweit soweit wird die Quantenmechanik angewandt, um die Dynamik eines Teilchens zu modellieren.
Jetzt kommen wir zu den Unterschieden zwischen der klassischen Physik und der Quantenphysik. Bisher ist das quasi klassisch. Es ist sehr ungewöhnlich, solche Messungen so zu modellieren, aber es gibt bisher keinen Unterschied zwischen der Vorhersagen der klassischen Physik und der Vorhersagen der Quantenmechanik. Aber jetzt werden wir heute die ersten fundamentalen Unterschiede zwischen der Vorhersagen der klassischen und Quantenmechanik sehen. Heute werden wir eine fundamentale Einschränkung der möglichen Positions- und Impulsmessungen entdecken. Und dieses Ergebnis ist auf eine relativ einfache Beobachten basiert. Nämlich, was passiert, wenn wir zum Beispiel einen Operator oder ein Observable modellieren möchten, der Form xpx zum Beispiel. In der klassischen Physik haben wir kein Problem, es ist nicht problematisch, solche Größen zu modellieren in der klassischen Physik. Was heißt das in der klassischen Physik? Wir messen das Teilchen. Das Teilchen besitzt eine x-Komponente x und Impulskomponente px. Und diese Größe erhalten wir, indem wir x mal px multiplizieren. Es gibt keine Zweifel, dass unser Teilchen dass das Teilchen diese Größe besitzt. Ne? Unser Teilchen hat Eigenschaften, diese Eigenschaften sind Position und Impuls, und diese Größen sind beliebig präzis zu messen, und wir können uns vorstellen, dass das Teilchen hat x mal px Einheiten. Diese Größe stellt keine Probleme uns dar in der klassischen Physik. Aber in der Quantenmechanik haben wir ein Problem. Und wir können dieses Problem entdecken, indem wir die dazugehörigen quantenmechanischen Messungsoperator untersuchen. Unsere Quantisierungstabelle hat uns, ist in unserer Quantisierungstabelle zu sehen, dass die dazugehörigen quantenmechanischen Operator, der diese Größe misst, soll mit Hilfe dieser Operatoren modelliert. Aber hier haben wir das Problem. Es ist nicht eindeutig. Diese Größe in der klassischen Physik ist einfach zu modellieren. Ne? In der klassischen Physik ist es egal, ob wir x mal px multiplizieren oder px mal x multiplizieren. Wir kriegen jedes Mal dasselbe Ergebnis in der klassischen Physik. Die sind Zahlen. Diese Zahlen kommutieren miteinander. Es gibt gar keine nicht triviale Vertauschungsrelation. Aber in der Quantenmechanik, es gibt einen Unterschied zwischen diesem Operator und diesen Operator. Diese Operatoren sind nicht gleich, die sind ungleich in der Quantenmechanik. Und jetzt haben wir das Problem entdeckt, wie modellieren wir x mal px? Sollen wir x Hütchen mal px Hütchen nehmen oder px Hütchen mal x Hütchen nehmen oder eine halbe x-Hütchen, px-Hütchen plus px-Hütchen, x-Hütchen nehmen. Welche Operatoren sollen wir nehmen? Und es gibt keine eindeutige Antwort. Wir werden sehen, dass solche Größen es ist nicht möglich, solche Größen zu messen in der Quantenmechanik. Wir müssen aufgeben, es gibt in der Quantenmechanik Größen, die wir nicht messen können.
in der klassischen Physik, wir haben mehrere messbare Größen. In der Quantenmechanik haben wir wenige messbare Größen. Wir können solche Größen modellieren in der Quantenmechanik, aber wir werden sehen, das ist ein komplexes Verfahren. Solche Größen in der Quantenmechanik sind irgendwie aufzubauen. Man misst x, dann misst man px. Das ist, wir können diesen Satz sagen. Das heißt, das ist eine Frage. Wir messen die Position des Teilchens und dann danach messen wir den Impuls. Aber dieses Messverfahren ist sehr viel komplexer in der Quantenmechanik als in der klassischen Physik. Okay, jetzt muss ich argumentieren, dass diese Aussage tatsächlich stimmt. Vielleicht ist das eine Lüge, aber ist nicht eine Lüge, natürlich. Wir werden jetzt sehen, dass diesen Operator x Hütchen mal p x Hütchen nicht gleich p x Hütchen gleich x Hütchen ist. Und wir können diese Aussage aber begründen, indem wir für alle möglichen Zustände des Systems diesen Operator, dass wir diesen Operator auf diesen Zustand wirken lassen. Das ist hier ein bisschen schwer zu berechnen. Daher nehmen wir die Matrizelemente anstatt an der Stelle x-Hütchen, px-Hütchen. Und dann können wir die Definition diesen Operatoren jetzt verwenden, um deren Wirkung zu berechnen. Diese Definition haben wir mit Hilfe unserer Konsolidierungstabelle erhalten. Das ist vielleicht nicht klar. Okay. Gut, dann ich werde diese Gleichung jetzt getrennt begründen und dann können wir weitergehen. Warum ist diese Wirkung genau gleich diese Wirkung? Okay, wir müssen dann die Definition der x Operator, Positionsoperator jetzt hier einführen. Das ist so lautet der den Positionsoperator und dann ich lasse px-Hütchen da stehen. Hier haben wir ein Positions-Ket-Basiselement. Und dabei erhalten wir hier das Skalarprodukt zwischen x, y, z und x', y', z'. Und das ist durch die Delta-Funktion, Dirac'sche Delta-Funktion zu berechnen.
Jetzt können wir die Definition von Px-Hütchen hier einsetzen. Und auch, ich werde das in einem Schritt machen, ne? Wir können diesen Integral durchführen. Wir haben drei dirac'sche Delta-Funktionen da. Das heißt, nach diesen Integrationen setzen wir x' gleich x. Wir erhalten dann x, x, y, z, p, x, Hütchen, psi. Und die Definition, den Impulsoperator, ist durch minus i h Quer d dx gegeben. Das heißt, x-Hütchen, px-Hütchen wirkt wie x mal minus i h quer d dx von der Wellenfunktion. Psi, x, y, z. Aber was passiert im Fall, dass wir Px Hütchen x Hütchen haben, dann sieht das ein bisschen anders aus. Es ist eine Übung für Sie, aber man argumentiert das genau gleich, dass diesen Operator wirkt wie folgt. Kaum Unterschied, aber es gibt einen Unterschied. In diesem Fall nehmen wir die Ableitung bezüglich x, die erste Ableitung bezüglich x von unserer Wellenfunktion und dann multiplizieren wir diesen Ergebnis mal x. Hier müssen wir x mal diesen Wellenfunktion erst multiplizieren und dann diese Ableitung nehmen. Aber dieser Ableitungsoperator wirkt ein bisschen anders auf Produkte. Wir haben diese Leibniz-Regel. Wir müssen diese Leibniz-Regel konsequent anwenden und wir erhalten dabei, wir nehmen erst die Ableitung x bezüglich x, das ist 1, liefert uns 1, und dann nehmen wir die Ableitung unserer Wellenfunktion und wir erhalten dabei psi plus x mal die Ableitung bezüglich x. Das ist die Leibniz-Regel. Aber hier beobachten wir einen Unterschied zwischen dieser Wirkung und dieser Wirkung.
Lassen wir diesen Operator wirken lassen, erhalten wir minus h quer psi plus x d c dx. Lassen wir diesen Operator wirken lassen, dann erhalten wir einfach minus h quer x psi. Diese Wirkung ist genau gleich dieser zweiten Ausdruck hier, aber wir haben was übrig. Das heißt, die Differenz zwischen diesen beiden Operatoren ist nicht null. Differenz ist genau minus h quer psi x y z. Und weil diese Gleichung gilt für alle Positionskette, Basiskette, Vektoren und alle Wellenkette, Psi-Kette, sagen wir, dass x Hütchen mal px Hütchen minus px Hütchen mal x Hütchen wirkt wie minus h quer 1 Operator. Was ist das denn? Im Skript ist das andersrum. Ah ja, Entschuldigung. Plus. Weil wir nehmen minus mal diesen Ausdruck von x mal px Hütchen. In der Quantenmechanik sind diesen Operatoren nicht gleich, aber in der klassischen Physik x mal px minus px mal x ist genau gleich 0 in der klassischen Physik. Der Unterschied ist sehr klein. H quer ist 10 hoch minus 34 ungefähr. Aber es gibt einen Unterschied in der Quantenmechanik. Aber in der klassischen Physik gibt es gar keinen Unterschied zwischen diesen Größen. Und diesen Unterschied können wir tatsächlich in Experimente jetzt beobachten. Es gibt einen Unterschied zwischen diesen beiden Größen. Und ich werde jetzt demnächst diese Experimente beschreiben und wie man diese Phänomene beobachtet. Und das fällt alles unter den Begriff Unschärfe.
Okay, bevor ich dann unschärfer beschreiben, führe ich eine Notation ein, nämlich wir haben, es wird für zwei Operatoren A und B definiert man diesen sogenannten Kommutator als AB minus BA. Und diese Beobachtung hier können wir zusammenfassen für alle möglichen Komponenten der Position und Impuls, indem wir J x k betrachten. Und diese Argumentationsweise können wir anwenden. Es gibt 9 mögliche Kombinationen hier. Wir können jedes Mal diese Argumentation anwenden, um zu beweisen, dass diesen Kommutator genau gleich minus i h quer Delta j k i, wobei ich habe eine Notation eingeführt. Ich habe diese Notation jetzt eingeführt. Ich werde das gelegentlich verwenden. X1 heißt X-Hütchen, X2-Hütchen heißt Y-Hütchen und X3-Hütchen heißt Z-Hütchen. Das ist. Jo, eine Frage? Da ist jetzt ein Minus vor, weil die Reihenfolge an. Ja, genau, das ist eine gute Frage. Es gibt eine Minus hier, weil die Reihenfolge anders hier ist. Und das ist eine kleine Übung für Sie. Dass der Kommutator zwischen A und B ist genau gleich minus der Kommutator zwischen B und A. Sehr wichtig, diese Beobachtung. Wir werden diese Beobachtung jetzt verwenden, um die Heisenbergsche Unschärferelation einzuführen und zu beweisen. Okay. Okay. Auch dabei P1 ist Px, Hütchen und so weiter. Ihr Ziel ist es jetzt, diesen Unterschied
zwischen Pi und X-Messungen irgendwie zu merken oder spüren. Und um dies zu tun, betrachten wir nach wie vor ein Teilchen in dreidimensionalen euklidischen Raum, ein quantenmechanisches Teilchen. Unser Hilbertraum ist daher immer noch diese quadratintegrierbare Funktion, die auf R3 wirken. R3 wird als Ortsraum betrachtet. Und wir präparieren unser System, unser Teilchen in einem reinen Zustand. Das Teilchen wird in einem reinen Zustand präpariert, Psi, wobei Psi Element von H ist und mit Norm 1. Dabei haben wir einen ligalen Zustand, dichte Matrix Rho erhalten. Und wir führen jetzt eine Ortsmessung durch. Und Sie sollen sich jetzt an Anfang der Vorlesung erinnern. Was heißt Ortsmessung? Ortsmessung heißt, wir müssen dreidimensionalen Raum in kleinen Volumenelemente teilen und diese Ja-Nein-Messungen durchführen. Das Teilchen befindet sich in irgendeinem Volumenelement und wir schreiben diese Position auf und dann führen das Experiment mehrmals durch. Dann haben wir mehrere Ergebnisse. Das Teilchen befindet sich an der Stelle XYZ mit Wahrscheinlichkeit Psi zum Quadrat nach dieser Messung. Und wir schreiben alle diese Ergebnisse auf und dann erhalten den Mittelwert für die Positionskomponente. Und die Mittelwerte sind durch x Hütchen, wo x ist genau gleich schreiben alle diese Ergebnisse auf, führen dieses Experiment unendlich mal durch, erhalten jedes Mal eine Stelle XYZ. Wir präparieren das System nochmal wieder in diesem neuen Zustand, wir führen diese Messung durch und so weiter mehrmals, schreiben jedes Mal diese Ergebnisse auf. Wir bilden dann den empirischen Mittelwert dieser Ortsmessungen und dieser Mittelwert ist dann durch dieses Integral zu berechnen. So messen wir die Position eines Teilchens in der Physik, in der Quantenmechanik. Wir können auch die Varianz dieser Wahrscheinlichkeitsverteilung auch berechnen. Wir kriegen diesen Wert nicht jedes Mal. Das Teilchen ist manchmal da, manchmal da. Und das heißt, wir haben eine gewisse Varianz in nach unserer Ortsmessung. Lass uns dann diese Varianz berechnen. Und das haben wir zweite Vorlesung, glaube ich, eingeführt. Und
Varianz wird wie folgt berechnet. Das heißt, wir müssen uns jetzt vorstellen, wir haben ein Teilchen präpariert im dreidimensionalen Raum. Wir führen unsere Messung durch. Unser Detektor sagt jedes Mal hier oder hier oder hier. Und nach vielen Messungen haben wir also einen Wolken von Punkten aufgeschrieben. Und vielleicht ist es so, dass der Mittelwert dieser Messung uns einen Ursprung liefert, aber es könnte auch so, dass nach vielen Messungen, dass der Mittelwert dieser Messung irgendwo anders liegt. Wo liegt dieser Mittelwert? Genau an dieser Stelle hier, und wir berechnen diesen Mittelwertstelle mit Hilfe diesem Integral. So sieht Positionsmessungen aus in der Quantenphysik. Das passiert genau, fast genau im Geneva beim CERN mit diesem Large Hadron Collider. Man kollidiert Teilchen, die streuen voneinander aus und die fließen durch eine Gitter von Detektoren, diese Teilchen. Und diese Detektoren sagen Klick oder Treffer oder kein Treffer. Und man baut so ein zweidimensionales Bild auf nach viele Durchführungen dieses Experimente. Und hier hab ich das in drei Dimensionen hier dargestellt, aber in LHC ist das ein zweidimensionales Bild. Normalerweise man hat eine Kugel von Detektoren, eine Gitter von Detektoren, die auf einer Kugelfläche liegen, und man führt diese Streuung Prozess mehrmals durch und man misst die Position der Teilchen mit Hilfe dieser Ja-Nein-Detektoren. Das ist genau, was passiert. Und danach wird der Impuls des Teilchens gemessen werden. Jetzt werde ich eine Impulsmessung modellieren. Und Impulsmessung erfolgt genau analog. Man präpariert das System in einen reinen Zustand. Man zerteilt den Raum alle möglichen Impulswerte in ein Gitter von Volumenelementen. Man führt einen Messung durch, man erhält Treffer zu einem gegebenen Impulskoordinaten, man schreibt die Ergebnisse auf. Und man berechnet empirisch den Mittelwert dieser Impulsmessung mit Hilfe diesen Operatoren. So berechnet man den Mittelwert und man kann auch die Varianz, Impulsvarianz, auch berechnen mit Hilfe diese Gleichung. Das heißt, ich habe zwei unabhängige Experimente jetzt beschrieben. Entweder kann man dieses System in einen reinen Zustand präparieren und dann eine Ortsmessung durchführen, oder man führt
eine Impulsmessung durch. Ich habe noch nicht beschrieben, wie man Impulsmal-Positionsmessung durchführen, wie man das modelliert oder durchführen kann. Das habe ich noch nicht gemacht und werde ich nicht heute machen. Das ist sehr komplex. Sondern wir werden jetzt die möglichen Varianzen jetzt berechnen nach diesen Messungen. Und die fundamentale Beobachtung der Quantenmechanik ist es, dass es unmöglich ist, einen reinen Zustand zu finden oder einen beliebigen Zustand zu finden, dass ein beliebig kleine Varianz x-Varianz hat und auch beliebig kleine p-Varianz hat. Das heißt, es gibt gar keinen Zustand, den wir präparieren können, dass beliebig kleine Varianz hier für eine x-Messung liefert und eine beliebig kleine Varianz für die Impulsmessung liefert. Das ist ein bisschen schwer präzis zu erklären, deshalb werde ich das mathematisch jetzt beweisen und dann die Ergebnisse interpretieren. Das ist der einzige Weg. Und wir können diese Aussage relativ allgemein jetzt beweisen. Das heißt, wir betrachten nicht nur Orts- und Impulsmessungen, wir betrachten zwei beliebige Messungen. Wir fangen mit zwei beliebigen hermetischen Operatoren an. Hermetische Operatoren modellieren mittelwerte Messungen in der Quantenmechanik. Und dann wir bilden, das ist ein Trick, wir nehmen eine komplexe Zahl Lambda und wir bilden folgende Operator. Ja. Es ist ein Trick. Es gibt gar keinen Grund, warum wir diesen Operator bisher aufgebaut haben, aber es wird klar. Und diesen Operator hat der folgende Form. Diesen Operator hat diesen Form. C ist es irgendein Operator Kreuz mal derselbe Operator. C Kreuz C. Und per Definition ist ein Operator dieser Form positiv, nicht negativ. Beliebige Operatoren ausgewählt, a und b, und eine beliebige komplexe Zahl, Lambda. Und wir haben diesen Operator definiert. Warum, werden wir gleich sehen. Weil diesen Operator positiv ist, hat es immer positive Erwartungswerte. Das heißt, Spur von Rho mal m für alle möglichen Zustände gilt es, dass Spur von Rho mal m immer größer gleich 0 ist. Das ist eine Folgerung, diese Aussage, dass diesen Operator positiv ist.
Für alle positive Operatoren gilt es, dass solche Erwartungswerte immer größer gleich 0 sind. Das haben wir, glaube ich, der vierte, fünfte Vorlesung schon argumentiert. Und jetzt setzen wir diese Definition in diese Erwartungswerte ein und dann sehen, was wir davon kriegen. Lass uns dann jetzt m in diese Gleichung einsetzen. Wir kriegen dann vier Ausdrücke, vier Terme. Wir kriegen Spur von A Kreuz A minus Spur von Rho Lambda I B Kreuz A plus Lambda I plus das einfach eingesetzt und dann rausmultipliziert. Unsere ursprüngliche Annahme war, dass A und B hermetisch sei. Das heißt, wir können diesen Kreuzoperation wegradieren. Und dann erhalten wir A zum Quadrat. B zum Quadrat und dann haben wir irgendeinen Kommutator. Gleichung da. Und wir wissen, dass diesen Ausdruck immer gleiche Größe gleich 0 ist. Das heißt, wir haben hier an der linken Seite einen Ausdruck, die von Lambda abhängt und an der rechten Seite haben wir 0. Und wir können Lambda auswählen. Lambda ist beliebig. Und man kann einen bestimmten Wert von Lambda finden,
damit diese linke Seite am kleinsten ist. Das ist eine Übung für Sie zu finden und diesen Wert zu finden. Man kann diese linke Seite als eine Funktion von Lambda betrachten und dann kann man Lambda variieren, um den kleinsten Wert zu finden. Wie findet man den kleinsten Wert einer Funktion? Man muss diese Funktion ableiten. Und dann diese Ableitung gleich 0 setzen und dann findet man diesen Wert Lambda. Das ist eine Übung für Sie. Und dann, wenn man genau diesen Wert einsetzt, erhält man diese besondere Lambda-Wert. Dann erhält man die folgende Ungleichung. Fehlt ein Quadrat. Und diese Ungleichung gilt für alle möglichen Operatoren a und b. Alle möglichen. Es gibt jede Menge A- und B-Operatoren in der Quantenmechanik. Und diese Gleichung gilt für alle. Und das ist diese sogenannten Kennard-Heisenberg-Unschärferelation. Heisenberg hat diese Unschärferelation nicht entdeckt, sondern einen Spezialfall. Und diesen Spezialfall werde ich jetzt einführen. Es ist eine Folgerung dieser Kennard-Ungleichung. Wenn man anstelle A und B die folgenden Operatoren einsetzt, dann erhält man diese sogenannten Heisenbergsche Unschärferelation. Das heißt, wir setzen jetzt für A-Hütchen die J-Komponente von dem Impuls minus Spor von Rho mal Pj, der 1-Operator. Und dann auch für B setzen wir die J-Komponente, die Positionsmessung, ein. Dann erhalten wir folgende Ungleichung. Auch in der Übung.
Wir erhalten eine Ungleichung für die Varianzen der Impuls- und Positionsmessung. Diese Ungleichung ist die sogenannte Heisenbergsche Unschärferelation. Es gibt viele falsche Interpretationen dieser Ungleichung, viele, viele falsche. Und diese falschen Interpretationen tauchen immer wieder überall auf in die Literatur und die Diskussion der Quantenmechanik. Und das ist eine Folgerung der Geschichte der Quantenmechanik. Am Anfang gab es viele Verwirrungen mit Messungen in der Quantenmechanik und alle die Entdecker der Quantenmechanik, die haben das ja alles aufgeschrieben. Und dann danach haben wir in diesem Korpus von Untersuchen und wir müssen dann daraus die richtige Interpretation irgendwie rauskriegen. Ich werde die richtige Interpretation dieser Relation jetzt aufschreiben. Und diese Interpretation ist richtig, alle anderen sind fragwürdig im Vergleich. Die sind einigermaßen begründbar. Ich werde dann noch ein paar Wörter dazu sagen. Diese Interpretation ist sehr wichtig zu verstehen. Und es ist eigentlich eine triviale Folgerung der Postulate. Und alle anderen Interpretationen, die Sie sehen werden, sind fragwürdig. Und man muss mehr Arbeit investieren,
um diese andere Interpretation zu begründen. Aber diese Interpretation ist fest. Die Interpretation der Heisenbergschen Unschärferelation lautet: Es ist unmöglich, quantenmechanische Teilchen zu präparieren, und es ist sehr wichtig, das Wort präparieren, dass die Varianzen bei Impuls- und Ortsmessungen beide beliebig klein ausfallen. Was heißt das? Insbesondere die Größen dieser Standardabweichungen beziehen sich nicht auf dasselbe Experiment, aber also auf völlig verschiedene Experimente. Das ist extrem wichtig in dieser Interpretation, weil man sieht das quasi überall, dass die Heisenbergsche Unschärferelation bezieht sich auf Aufeinander-Experimente. Das heißt, quasi alle Autoren sagen, man misst man führt eine Ortsmessung durch, dann eine Impulsmessung durch und dann sieht man, dass diese Varianzengröße h quer durch 4 ist. Das stimmt nicht. Das ist nicht die Interpretation dieser Gleichung. Die einzige Interpretation dieser Ungleichung ist es, dass diese Größen beziehen sich auf völlig verschiedene Experimente. Um eine Varianz oder eine Standardabweichung aufzubauen, benötigen wir mehrere unabhängige, verschiedene Experimente. Wir müssen eine Ortsmessung mehrmals durchführen, um genug Statistik zu sammeln, um Delta Pi zu berechnen. Und dann müssen wir diese Experimente nochmal durchführen, völlig verschieden, unabhängig voneinander, um eine Standardabweichung für x aufzubauen. Und diese Experimente sind jedes Mal eine Durchführung. Ne? Jedes Mal entweder führt man eine Impulsmessung durch oder eine x-Messung durch. Und dann man präpariert das System, ne? Immer wieder in diesen reinen Zustand wieder und dann nochmal und nochmal und nochmal. Und dann hat man nach viele Durchführungen genug Statistik gesammelt, um diesen Standardabweichungen zu annähern. Und dann wird man beobachten, dass dieses Produkt immer größer gleich h quer durch 2 ist. Und egal wie man das System präpariert, aber jedes Mal muss das System genau gleich durchgeführt. Das ist, was diese Ungleichung uns sagt. Es hat nichts an dieser Stelle mit konsekutiver Durchführung zu tun. Diese Ungleichung sagt uns nichts über eine Messung von von Impuls, dann eine Messung von x direkt danach anschließend an dasselbe System. Sagt uns nichts darüber. Und das ist sehr wichtig, diese Interpretation zu verstehen. Sonst wird man ganz schnell verwirrt und die Entdecker der Quantenmechanik, die waren auch ein bisschen, die haben das auch verwirrend gefunden und es wurde sehr kontrovers diskutiert, bis man diese Interpretation hat. Und diese Interpretation ist wichtig. Es stimmt eigentlich auch, dass die Varianzen auch eine Ungleichung erfüllen für konsekutive anschließende Messungen, erst eine x- und dann eine p-Messung auf dasselbe System. Das stimmt auch, aber man kriegt eine sehr komplexe Ungleichung, wenn man solche komplexe Messungen durchführt. Okay, aber das ist eine Prüfungsfrage auf jeden Fall. Sie müssen diese Interpretation kennen, Sie müssen diese Ungleichung wissen. Es ist sehr wichtig, diese Größen hier zu verstehen. Was sind die? Was wird hier dargestellt? Was wird hier gesagt? Und das ist die richtige Antwort. Es ist, ja. Bitte lernen genau diese Aussage. Gut, ich glaube, das ist eine gute Stelle hier aufzuhören. Vielen Dank.